Ich möchte nochmal den Text wiederholen, der mich sehr angesprochen hat aus dem Lied. Wir werden auferstehen und ewig leben, weil du, Herr, starbst. Wir werden auferstehen und ewig leben, weil du, Herr, in uns lebst. Ein wunderbarer Gedanke. Darum soll es heute gehen. Wir sind ja in der Ich-Bin-Reihe, die Jesus gesagt hat. Und heute sind wir bei der Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, steht in, genau. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, ist die Kernaussage der heutigen Predigt. Andreas, sein Impuls, darum ging es in dem Markus 1, dass die Menschen wussten, wo Jesus war, und sie brachten die Kranken und die Lahmen und vielleicht auch die Besessenen zu Jesus und er heilte sie. Manchmal geht es gar nicht so, dass wir jemand zu Jesus bringen können und ihn heilen. Und heute geht es um die Begebenheit in Johannes 11 mit der Auferweckung des Lazarus. Und Maria und Martha waren in großer Sorge, wo sie gesehen haben, dass der Lazarus krank war, haben sie etwas anderes gemacht. Und Johannes 11 beschreibt so, finde ich, die ganze Bandbreite unseres Lebens hier auf dieser Erde. Es geht am Anfang um Liebe, dann um die Hoffnung der Schwestern, dann um die Hoffnungslosigkeit, weil Lazarus gestorben war. Dann geht es um den Hoffnungsspender Jesus Christus und so weiter. Fangen wir an, Liebe. Es wird gesagt in Johannes 11, Vers 5, Jesus aber liebte die Martha und die Maria und den Lazarus. Schöner Gedanke. Gott liebt dich und mich, auch wenn wir in seiner Nachfolge sind. Aber er bewahrt uns nicht unbedingt vor Not und Schwierigkeit, Angst und Sorge und Zweifel. Das hat mein Leben bis jetzt hergegeben, das kann ich euch beweisen, das wisst ihr wahrscheinlich aus eurem Leben selbst auch. Die Frage an mir und an dir, bist du dir der göttlichen Liebe immer noch bewusst? Jesus hätte den Lazarus aus der Ferne heilen können. Er hat es aber nicht getan. Und wir lesen, um zu wissen, warum es so passiert ist, in Vers 4. Als aber Jesus es hörte, dass Lazarus krank war, sagte er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Verherrlichung Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Wir lernen daraus, wenn Gott was in meinem Leben zulässt, was mir nicht gefällt, was mir Not und Schwierigkeit macht, hat er vielleicht einen höheren Plan. In Römer 8, Vers 38 wird die Frage gestellt, die rhetorische Frage, was kann es trennen von der Liebe Christi? Da werden Sachen aufgezählt und nachher steht da, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, weder Leben noch Tod. So weit kann es gehen, dass die Liebe Christi mich förmlich führt und leitet und so tief ist mit ihrem göttlichen Ziel, dass mich nichts trennen kann. Die Hoffnung der Schwestern war die, nachdem Lazarus krank war, dass sie sagten, wir schicken jemand hin zu den Herrn. Sie wussten ja, wo er sich aufhielt. Und was haben sie gesagt? Haben sie gesagt, Jesus, Lazarus ist sterbenskrank, hat 40 Fieber, mach was. Hat mich sehr beeindruckt, dass es nicht so war. Ja, sie haben gesagt, in Vers 3, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, sehe, der, den du lieb hast, ist krank. Nicht mehr und nicht weniger, weil sie gesagt haben, er liebte ja den Lazarus. Wenn er den Lazarus liebt,
passiert etwas, was dem Lazarus gut tut. Und ich habe mir angewöhnt, für Leute, die in Not sind, wo ich es weiß, zu beten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Du weißt, was er braucht. Das war die Hoffnung der Schwestern. Was passierte? Lazarus stirbt. Hoffnungslosigkeit. Es gibt mehrere Leute, die ihre Hoffnungslosigkeit sehr merkwürdig ausdrücken. Der Thomas in Vers 16 sagt: Lasst uns hingehen, dass wir auch mit ihm sterben. Ich will bloß mal so sagen, ich habe Situationen in meinem Leben erlebt, da habe ich mich wie Thomas gefühlt. Ja. Ich hatte keinen Hoffnungsschimmer mehr, aber Gott hat sich um mich gekümmert. Oder wir reden wie Martha oder Maria, in Vers 21 oder 32, sagen sie beide das Gleiche: Wenn du hier gewesen wärst, Jesus, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, in meiner Situation, wäre das nicht passiert. Das nächste ist, dass Jesus nun nach 2 Tagen Verzug dort ist in Bethanien. Und er sagt, er kommt sozusagen in die Situation rein, in die traurige Situation, die noch trauriger geworden ist. Keine Fernheilung. Jesus zeigt sich in dieser Situation, wie er sich fühlt. Es steht nämlich da, als er die Juden weinen sah, weinte er mit. Jesus kommt in die Situation und zeigt Gefühle. Aber Jesus gibt Hoffnung und sagt zu Maria und Martha: Dein Bruder wird auferstehen. Jetzt liegt das Augenmerk auf den Glauben der Schwester. Wenn man Marthas Erwartung sieht, sehen wir, als sie wusste, dass Jesus nach Bethanien kam, steht da, sie machte sich auf den Weg Jesus entgegen. Schön. Sie erwartet etwas von ihm. Sie sagt nämlich in Vers 22, jetzt weiß ich, dass du Gott bitten wirst und er dich erhören wird. Was weiß ich denn? Was ist denn mein Glaubenswissen? Weiß ich irgendwas? Sie hatte das biblische Wissen aus dem Alten Testament, dass es eine Auferstehung gibt am Ende der Tage oder der letzten Tage, oder manchmal wird es umschrieben, am jüngsten Tag, steht in Daniel 12, Vers 2. Daniel 12, Vers 2 würde ich mal kurz lesen. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Das wusste sie schon aus der Bibel, dass es eine ewige zukünftige Auferstehung geben wird. Und daran dachte sie an Lazarus. Sie konnte sich gar nichts anderes vorstellen. Das war ihr festes Wissen. Also sozusagen sah Martha in die Zukunft, in die zukünftige Auferstehung am jüngsten Tag. Ihre Freunde hatten den Rückblick und sagten, hätte Jesus nicht den Lazarus vor den Tod bewahren können, schauten in die Vergangenheit und sagten, hätte Jesus nicht. Und Jesus kommt in die Situation herein, projiziert die Wahrheit der Auferstehung von einem bloßen Bibelwissen aus dem Alten Testament auf eine Person und sagt auf sich selbst und transportiert die Zukunft in die Gegenwart. Als ich das mal in jüngeren Jahren verstanden habe, war ich sehr glücklich, weil mein Glaube, dein Glaube, unser Glaube bezieht sich auf Jesus. Und je besser wir ihn kennen, weil wir mit ihm unterwegs sind, je leichter fällt es mir, ihm zu vertrauen, Dingen, die ich nicht verstehe. Ich will mal ein kurzes Beispiel nennen. Karin erzählte mir mal, nachdem sie in Henningsdorf einkaufen war: Wolfgang, und ich kam von der Arbeit: Wolfgang, ich habe heute einen Elefant durch Henningsdorf trampeln sehen. Hä? Das kann nicht sein. Doch, das war so. Habe ich kurz innegehalten, habe gedacht: Karin lügt mich nicht an.
Karin liebt mich, ich liebe sie, sie wird die Wahrheit sagen, auch wenn ich es nicht verstehe. Es war natürlich so, es war eine Werbeveranstaltung vom Zirkus. Und da habe ich erkannt, ich habe kein Problem, meiner Frau zu glauben, wenn sie etwas sagt, was ich nicht verstehe. Und bei Jesus ist es genauso. Ich habe überhaupt kein Problem, meine schwachen Vorstellungen vom Himmel zu reduzieren, weil es mir eigentlich egal ist. Und ich will es mal jetzt mal so sagen. Und der Johannes kriegt das auch nicht hin. Der Johannes war auf einer Insel, will ich bloß mal so sagen, und sollte den Himmel beschreiben. Da macht er das so wie vor 14 Tagen Klaus. Der beschreibt den Hirten in dem, was er nicht ist. Er ist kein Mietling und ist kein Dieb. Geht auch. Und Johannes beschreibt den Himmel und sagt, ich finde keine Worte, so schön ist er, ich weiß es gar nicht, wie ich es machen soll. Und beschreibt den Himmel, indem er es sagt, was nicht mehr sein wird. Kann man nachlesen, Offenbarung 21, Vers 4. Es wird kein Leid mehr sein, keine Trauer, keine Tränen und kein Geschrei. Das andere kriegt er nicht mehr hin. Ist das nicht schön? Also Jesus sagt, schaut auf mich, ich bin derjenige, der das göttliche Leben hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich kann Lazarus auferwecken. Jetzt kommt Marthas neue Dimension vom Wissen. Und dieses Wissen, was wir uns bei Jesus durch die Bibel aneignen, führt zum vertieften, zum stärkeren Glauben, auch bei Martha. Und das hat mal jemand gesagt, das fand ich interessant, die größte Entfernung im Universum beträgt 30 Zentimeter. Ja, genau. Vom Kopfwissen zum Herzenswissen zum Glauben sind 30 Zentimeter. Merkt ihr das? Das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch machen muss, um Jesus anzunehmen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und da sagt er zu Martha, glaubst du das? Er hat das gesagt vor der Auferweckung des Lazarus, davor, nicht danach. Wir stehen danach, wir stehen dahinter. Er sagt nicht zu ihr, verstehst du das? Das habe ich mir in meine Bibel reingeschrieben, in meiner ersten Bibel, weil ich es auch nicht verstanden habe. Da hat mein Vater gesagt, Wolfgang, wir müssen glauben. Und wenn du Jesus vertraust und weißt, was er für dich getan hat, Kreuz, Schuld, Stellvertretung, dann hast du kein Problem, brauchst du kein Problem haben, Dinge zu glauben, die du nicht verstehst. Jetzt kommt ihr Glaubensbekenntnis in Vers 27. Eine wunderschöne Aussage. Vielleicht können wir uns das gemeinsam anschauen. Und sie sagt, sie spricht zu ihm ja. Ein ganz klares und eindeutiges Ja. Ja, hast du in deinem Herzen, habe ich in meinem Herzen ein Ja zu Jesus und seinen Wegen, die ich nicht verstehe? Ich trainiere es, Ja zu sagen. Und dann kommen drei Dinge, die den Herrn beschreiben. Herr, wenn ich zu Jesus Herr sage, möchte ich ihm folgen und er darf in mein Leben reinreden. Herr, er führt mein Leben. Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Christus könnte man auch umschreiben, Messias oder Heiland dieser Welt. Und jetzt kommt das dritte, dass du der Sohn Gottes bist, auch wenn du wie bei Martha leibhaftig als Mensch dastehst. Du bist Gott selbst, haben wir besungen. Das muss ein festes Wissen sein, dass Jesus, wenn er den Plan hat, den wir nicht verstehen, Gott ist und ihm nichts aus dem Ruder läuft. Auferstehung. Zur Zeit Jesu gab es unterschiedliche Menschen und Menschengruppen, die mit der Auferstehung unterschiedlich umgegangen sind, ist heute auch so. Es gab die Sadduzäer, das war eine jüdische Partei, die leugneten sie, Apostelgeschichte 23. Dann gab es die Schlauen, die Philosophen der Stadt Athen, Apostelgeschichte 17 kann man nachlesen. Sie zogen dieses ins Lächerliche, als Paulus über die Auferstehung redet.
und machten sich lustig. Das ist heute auch noch üblich, dass man sagt, mir hat mal einer gesagt, weißt du, Wolfgang, ist noch keiner auferstanden, da wird es keins geben. So einfach ist es nicht. Und dann gibt es die dritte Menschengruppe, zu der wir gehören, wie Martha und Maria, dass sie an die Auferstehung glauben, weil sie einen Bezug zu Jesus haben. Jesus konnte Tote auferwecken. Er hat in der Bibel mindestens 3 Menschen auferweckt, den Lazarus, ein Mädchen, Jairus Töchterlein, 12 Jahre alt, und ein Jüngling zu Nain. Das waren 3 Leute, die er auferweckt hat, wo wir es wissen. Aber es geht um die geistlichen Toten. Geistlich tot, Epheser 2, Vers 1 kann man nachlesen, sind wir alle gewesen ohne eine Gottesbeziehung. Und es fing schon damit an, in 1. Mose 2, Vers 17, wo Gott sagte zu Adam und Eva, die einen persönlichen Zugang zu Gott hatten und ihn anschauen konnten in seiner Heiligkeit, weil sie ohne Sünde waren: Ich gebe euch ein Gebot, beachtet es, ihr dürft den Baum der Erkenntnis nicht davon essen oder naschen, dann werdet ihr sterben. Dann habe ich am Anfang meine Bibel gelesen, meinen jugendlichen Alter, habe zu meinem Vater gesagt, hier ist keiner gestorben. Ja, sagt mein Vater, das ist der geistliche Tod. Sie mussten aus dem Paradies raus. Die Gottesbeziehung war weg. Sünde trennt vor dem heiligen Gott. Also geistlich Tote kann Jesus auch auferwecken. Das ist sehr interessant. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben in Christus. Alles ist uns in Christus geschenkt. Römer 6, Vers 23. Eine sehr schöne Aussage. Unsere geistliche Geburt, wenn wir zu Jesus finden, ihn als Retter annehmen, mir bewusst machen, meine Schuld, die mich getrennt hat von einem heiligen Gott, diese Neugeburt führt ins ewige Leben. Das ist eine geistliche Geburt. Die hat noch nicht mal der Theologieprofessor Nikodemus verstanden. Kann man nachlesen in Johannes 3. Der war auch etwas begriffsstutzig. Jesus erklärt es ihnen. Also, die geistliche erste Auferstehung in deinem Leben, die du erlebt hast, schützt dich vor den ewigen Gottesferne oder genannt ewigen Tod in Zukunft und beginnt nicht erst nach meinem Tod, sondern beginnt mit der geistlichen Geburt. Die zweite Auferstehung, die leibliche Auferstehung, geschieht für alle Menschen. Und da gibt es einen sehr interessanten und starken Bibelvers. Der steht in Johannes 5, Vers 29, ich möchte ihn mal vorlesen. Und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichtes. Hier sehen wir, dass jeder Mensch, ob er es glaubt oder nicht, eine ewige Existenz in Gottes Augen hat. Eine ewige Existenz. Und die ungläubigen Menschen werden einmal auferstehen, ob sie es wollen oder nicht, und ewige Strafe bekommen für das, was sie getan haben oder unterlassen haben, sich nicht für Jesus zu entscheiden. Haben wir nun Beweise der leiblichen Auferstehung Jesu? Wir stehen ja dahinter. Ich hätte gerne wie Maria gefragt, die ihn erlebt hat, den auferstandenen Jesus, oder den Petrus oder die 12 Jünger oder den Paulus, der hatte auch ein persönliches Erlebnis gehabt, ist uns nicht möglich. Was gibt uns denn die Sicherheit, dass Jesus auferstanden ist? Das macht das Wissen der Bibel. 1. Johannes 5, Vers 13 wird etwas gesagt über unser Wissen, was wir in der Nähe von Jesus erleben und geprägt haben. 1. Johannes 5, Vers 13.
Da sagt der Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Unser Wissen ist wie bei Martha geprägt durch eine Beziehung durch Jesus. Und wir haben auch dieses wunderschöne Buch der Bibel. Ewiges Leben beginnt mit einer geistlichen, übernatürlichen Geburt. Das ewige Leben beginnt nicht erst, wie ich gesagt habe, nach dem Tod, sondern sofort und gleich. Wenn in der Bibel gesagt wird, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind, der göttlichen Natur, weil meine Schuld, meine Sünde vergeben ist, weil Gott, der heilige Gott, mich jetzt sieht in Christus. Kolosser 1, Vers 21 wird gesagt, dass wir in Christus heilig, tadellos und unsträflich, also vollkommen sind. So sieht uns Gott. Und unser neues Leben, unser ewiges Leben ist verbunden mit dem Herrn Jesus. Im 1. Johannes 5, Vers 12 wird gesagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und in Johannes 10, Vers 10 wird etwas Interessantes gesagt über unser jetziges Leben, was mit der Quelle Jesus verbunden ist. Wenn wir es erleben, steht da Leben im Überfluss. Also sozusagen das ewige Leben, was von Jesus gespeist wird, strömt durch dich und mich rein und hinten wieder raus. Und durchströmt uns und bringt Segen für andere. Wenn etwas überfließt, hat das irgendwo einen Sinn. Oder wir haben den Hahn vom Wasser nicht zugedreht, dann fließt es auch über. Aber der göttliche Segenstrom soll durch dich und dich und dich und dich und dich und mich durchströmen. Darum sind wir hier. Wir sind die Leute, die Segen fließen lassen, göttlichen Segen zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Als ich über das Thema nachgedacht habe, habe ich gedacht, Jesus sagt mindestens 7-mal, ich bin. Er sagt noch mehrmals, ich bin. Was bin ich denn? Habe ich auch ein neues Ich Bin? Ja, ich habe ein neues Ich Bin und du auch. Durch meine Neugeburt, mein neues Leben, was ich erhalten habe, habe ich eine neue Position in Gottes Augen. Gib mir und dir ein neues Ich Bin. Und ich will nur mal ein paar kurze Gedanken dazu sagen. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. 2. Korinther 5, Vers 17. Das darfst du auf dich beziehen. Du bist neu geschaffen. Und Jesus übernimmt Verantwortung für dein ewiges Leben, was hier beginnt. Ich bin ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12. Ich habe eine organische Verbindung mit Christus, wo die Kraft strömt. Bei dem Bild Weinstock und die Reben. Und warum? Damit unser Leben gelingt. Johannes 15, und damit ich Frucht bringen können, oder du da. Ich bin ein Himmelsbürger und wir sind auf dem Weg zum Himmel. Ich habe das mal bildlich dargestellt. Das ist Jesus, schafft die Auferstehung. Und er schafft das ewige Leben, das ist das hier, was auf der Erde schon mit der Wiedergeburt beginnt. Und er kümmert sich um mein und um dein Leben, damit es gelingt und was später mal im Vaterhaus enden wird. Ich bin die Wohnung oder der Tempel des Heiligen Geistes. Ist eine starke Aussage. 1. Korinther 3, Vers 16. Ich bin es. Nicht ich werde es sein, ich bin es. Ich habe die Gewissheit, Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Mein neues Leben ist verborgen in Christus. Kolosser 3, Vers 3. Das sind Kernaussagen, die wir uns verinnerlichen müssen. Wie wunderbar wir gesegnet sind in Christus. Ich bin alles in Christus. Ohne Christus bin ich nichts. Ich bin verbunden mit dem Auferstehungs- und Siegeskraft Jesu Christi. In dem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 steht es, Vers 57.
das bin ich jetzt alles. Ich habe und du hast ein neues Ich Bin durch deine neue Identität. Jetzt schauen wir noch mal kurz rein auf die Auferstehung des Lazarus und da werden uns ein paar Dinge auffallen, die eigentlich interessant sind. Bevor der Herr Jesus den Lazarus aus dem Grab herausrief, passiert nämlich etwas, was ich lange Zeit gar nicht so wahrgenommen habe. Da sagt er zu den gläubigen Juden, rollt den Stein weg, damit Jesus rauskommt. Muss ja irgendwie eine Bedeutung haben. Stein wegrollen. Also wir sehen, dass Leute, gläubige Leute da sein müssen, damit Menschen durchbrechen zur neuen Geburt, damit sie im Prinzip diese neue Geburt begleiten und möglich machen. Ich habe das so umschrieben, wenn also eine Frau gebiert, schließt sie sich auch nicht in der Kammer ein und sagt, jetzt erwarte ich mein Kind. Da sind genug Geburtshelfer. Und wir dürfen Geburtshelfer fürs neue Leben sein, für Menschen, die auf der Suche für Jesus sind und dicht dran sind. Den Stein wegwälzen, damit sie ins neue Leben kommen. Das nächste ist, nachdem Jesus gerufen hat und Lazarus kommt heraus, sah er sehr merkwürdig aus. Er hatte nicht nur verbundene Augen, wo er keine Sicht hatte, er hatte einen verbundenen Mund und seine Füße waren auch gebunden. Und Jesus sagt wieder zu den Juden, die bei ihm standen, zu den gläubigen Juden, macht ihn frei. Also ich will das mal so sagen, das alte Leben raubt uns die Luft zum Atmen, es ist so. Das alte Leben gibt mir die falsche Sicht, ich sehe überhaupt nicht durch, weil ich nicht eine himmlische Sicht bekomme. Und das alte Leben macht mir auch nicht möglich, zu gehen, Jesus nachzufolgen. Lazarus konnte sich selbst nicht befreien, die anderen mussten es tun. Und das ist meine Aufgabe, Menschen, die zu Jesus gefunden haben, zu begleiten, Wegbegleiter zu sein, damit sie vorwärts kommen und damit sie Luft zum Atmen haben, eine neue Sicht bekommen und dass sie gehen können in der Nachfolge des Herrn oder auch gehen können, kommen wir noch zu, wie Lazarus. Aber wir müssen raus aus unserem alten Grab, raus aus unseren negativen Einflüssen, auch raus aus Überlegungen, die mir die Luft rauben. Okkultismus, Esoterik, Verschwörungstheorien können uns sehr in Besitz ergreifen, dass uns die Luft zum Atmen ausgeht, dass uns der himmlische Blick vielleicht fehlt. Der Ruf, Lazarus, komm heraus, gilt auch heute noch dir und mir. Und ich wünsche mir, dass wir in Neuheit des Lebens wandeln und nicht wieder ins alte Grab der alten Natur zurücksteigen. Komm heraus aus deinem Grab, will ich so sagen, aus deiner Verletztheit. Ich sage mir, das ist alles zuallererst mir selbst. Aus negativen Gedanken, die ich über andere habe, aus meinen Ängsten, aus meinen Zweifeln, vielleicht auch aus meiner Selbstverliebtheit oder aus meiner Menschenfurcht. Damit alle diese Grabtücher des alten Lebens gelöst werden, brauchen wir Menschen, die wegbegleitend sind. Damit das neue Leben durchbricht und damit wir in der Nachfolge Jesu in Bewegung kommen. Lazarus konnte sich also selbst nicht befreien aus dem Grab und nicht von den Grabestüchern. Und bei Lazarus entsteht sozusagen ein Kleiderwechsel. Er legt die alten Sachen ab. Und wir dürfen auch durch unsere Neugeburt die alten Sachen des alten Lebens ablegen. Ausgezogen steht im Kolosserbrief, Kolosser 3, den alten Menschen, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schlechtes Reden. Wer was auszieht, zieht was Neues an. Und dahinter steht, angezogen als Heilige, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertraget einander, vergibt einander, das ist im neuen Leben möglich. Und vor allem zieht die Liebe an. Kolosser 3, Vers 12. Jetzt kommen wir noch zu
Lazarus seine Reaktion, als die Juden ihn seine Tücher, Grabtücher abgenommen haben, passierte eins, dass Jesus sagt in Vers 44, Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Und jetzt fängt Lazarus an, befreit von den Grabestüchern der alten Natur, loszugehen. Er konnte gehen und er wollte gehen. Er folgte bestimmt seinen Herrn nach, aber ich denke mal, wir dürfen noch etwas weiter den Bogen spannen. Ein persönliches Zeugnis in der Welt ist gefragt von jedem Einzelnen von uns. Er wird definiert als Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19, geht hin zu allen Menschen. Unser neues Leben wird sichtbar durch unsere neuen Kleider, dass unser Reden, unser Denken, unser Charakter, so wie wir uns geben, umgestaltet ist. Und wir werden aktiv, wir machen uns auf den Weg zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen und folgen unserem Herrn nach. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Die Kraft der Auferstehung ist nicht nur eine Kraft, die rettet, sondern auch eine Kraft zum Leben. Und diese Kraft des Lebens, Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir und er will uns segnen, damit wir andere segnen können. Uns, mir Kraft geben, damit mein Leben gelingt. Und das dürfen wir jeden Tag erleben. Wir dürfen sie Tag und Tag ergreifen, weil wir in Christus sind. In Neuheit des Lebens dürfen wir wandeln. Wir werden auferstehen und ewiges Leben haben, weil du, Herr, in uns lebst.